Liebe Zuschauer, unser Teletipp-Reise führt Sie heute nach Heidenheim an der Brenz. Natürlich gibt es auch wieder ein Reisequiz, deshalb legen Sie Papier und Bleistift bereit und passen Sie gut auf. Heidenheim an der Brenz, wirtschaftliches und kulturelles Zentrum der Ostalb. Eine halbe Autostunde nördlich von Ulm, direkt an der Autobahn A7 gelegen. Heidenheim ist in erster Linie eine Industriestadt. Der Fremdenverkehr spielt noch eine untergeordnete Rolle, obwohl die Stadt ihren Gästen eine Menge Sehenswertes zu bieten hat. Da ist zunächst die Altstadt, die anstelle eines Marktplatzes von einer breiten Marktstraße durchzogen wird. Typisch für die mittelalterliche Stauversiedlung. Geschäfte, Cafés und Bänke zum Ausruhen und Schauen säumen heute diese Fußgängerzone. Den besten Eindruck von Altheidenheim vermittelt ein Bummel durch die parallel zur Marktstraße verlaufende Gasse mit ihren alten Giebeln und Fachwerkhäusern. An ihrem Ende fügt sich die Michaelskirche malerisch in das Stadtbild ein. Große Teile Heidenheims sind auf den Überresten eines römischen Kastells gebaut. Bei Bauarbeiten stieß man vor einigen Jahren auf die Ruine einer 1800 Jahre alten, in dieser Ausdehnung bisher unbekannten römischen Badeanlage. Heute sind die Thermen Mittelpunkt dieses faszinierenden Museums. Ein römischer Brunnen. Schon damals wurde er aus der nahen Brenz gespeist. Daran hat sich in Heidenheim nichts geändert. Dieser Brunnen erinnert an eine alte Geschichte. Eine Frau wollte ihren Mann besuchen, brachte ihm das Essen, stolperte unterwegs und da fielen die Knöpfle in Dreck. Und da hat sie die Knöpfle wieder aufgehoben, hat sie in der Brenz gewaschen, hat sie ihm gebracht, der Mann aß sie dann und er hatte nichts davon bemerkt. Und seither heißen die Heidenheimer Knöpfleswäscher. Solche Geschäftspraktiken findet man in der Heidenheimer Gastronomie heute nicht mehr. Auch Knöpfle, eine Art Knödel aus Hefeteig, stehen nur noch auf wenigen Speisekarten. Dafür bieten die Köche in Heidenheim und Umgebung alle Gaumenfreuden der schwäbischen Küche. Maultaschen, Flädlesuppe und natürlich Spätzle. Und das zu echt schwäbischen, also sparsamen Preisen. Heidenheims Prunkstück ist das Schloss Hellenstein. Von jeder Seite offenbart es neue Reize. Von den Gassen der Altstadt aus gesehen, ein mächtiges Bollwerk. Aus weiterer Entfernung erscheint es mal als schmuckes Renaissance-Schloss oder, je nach Perspektive, mal als romantisches Trümmerfeld. Dieser älteste Teil der Anlage stammt aus dem Mittelalter, wie die Marktstraße aus jener Zeit, als die Staufer Württemberg fest in ihrer Hand hielten. Die Buckelsteinquader belegen die eigenwillige Bauweise dieses Herrschergeschlechts. Mittelalterliche Mode oder Schutz vor feindlichen Leitern, man weiß es nicht genau. Der überwiegende Teil des Schlosses wurde im 16. Jahrhundert gebaut. Und noch eine Museumsattraktion hat Heidenheim zu bieten. Im ehemaligen Fruchtkasten befindet sich heute eine bemerkenswerte Sammlung alter Kutschen. Kein Museum im herkömmlichen Stil, in dem die Objekte beziehungslos nebeneinander stehen. Das Heidenheimer Kutschenmuseum vermittelt einen Einblick in die Alltags- und Sozialgeschichte der Region. Der letzte Wanderschäfer, der in so einem Karren auf der Alp lebte, ging vor mehr als 10 Jahren in Rente. Bei Spaziergängen durch die typische Wacholderheide der Schwäbischen Alb trifft man aber auch heute noch manch einen dieser stillen Philosophen. Die Umgebung Heidenheims beeindruckt durch landschaftliche Schönheit und Vielfalt. Das Eselsburger Tal, ein beliebtes Naherholungsziel der Heidenheimer. Steinerne Jungfrauen hat der Volksmund diese beiden Felsnadeln aus Kalkstein genannt. Ein beeindruckendes Naturdenkmal. Ganz anders die von Wind und Regen ausgewaschenen Dolomitblöcke im nur wenige Kilometer entfernten Wehntal. Zu Fuß, mit dem Fahrrad oder bequem mit einer Pferdekutsche lassen sich diese von der Natur gestalteten Kunstwerke gleichermaßen bewundern. Musik.
Seinem Ruf als kulturellem Zentrum wird Heidenheim auf vielfache Weise gerecht. Im ältesten Naturtheater Süddeutschlands schlüpfen seit 70 Jahren Laienschauspieler in immer neue Rollen. Dieses Jahr mussten sie sogar den Umgang mit scharfen Degen einüben. Auf dem Programm die drei Musketiere. Schlecht gesprochen, junger Freund. Doch vielleicht wollt ihr zunächst einmal erfahren, mit wem ihr eure Klinge kreuzt. Mein Name ist Aramis. Und diese Herren dort nennt man Porthos und Athos. Und alle drei sind wir Musketiere seiner Majestät König Ludwig des 13. Und damit ihr wisst, durch welchen Degen ihr das Zeitliche segnen werdet, sollt ihr auch meinen Namen erfahren. D'Artagnan. Aus der Gascogne. Verzeiht, ich bin soeben erst hier angekommen und bin auf der Suche nach einer Herberge. Wenn wir uns also beeilen könnten. Wie es dem mutigen D'Artagnan im fernen Paris ergeht, kann man noch bis Ende Juli erfahren. Heidenheims jüngste kulturelle Errungenschaft ist dieses Museum, in dem sich die größte Picasso-Plakate-Sammlung der Welt verbirgt. Neben wechselnden Ausstellungen auch regionaler Künstler werden ständig mehrere Werke aus der 700 Plakate umfassenden Sammlung des großen spanischen Meisters gezeigt. Spanisch geht es 1989 auch bei den Heidenheimer Opernfestspielen zu. Begleitet von den Nürnberger Symphonikern führen Opernstars aus Frankreich und Italien Carmen auf. Das Schloss bietet dafür eine stimmungsvolle Kulisse. Sind die Heidenheimer Opernfestspiele nicht so bekannt wie die von Verona. Doch schon reisen Opernkenner auch aus dem Ausland an. Heidenheim mit seinem kulturellen Leben, seiner abwechslungsreichen Umgebung und der kleinen, aber feinen alten Altstadt.